Jo, herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video der gepflegten Unterhaltung von luftgekühlten Fahrzeugen. Ne? Wir sind auf dem Weg zum Barndock Gathering. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, ihr konntet es erahnen. Treffen uns jetzt direkt mit Sascha, meinem Stiefvater und seinem Barndorbus. Und um genau diese Barndorbusse handelt sich das Treffen. Also der Bus, ne, ihr habt ja im letzten Video gesehen, noch groß umgebaut mit Auspuff und so. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt nochmal vorbei. Ich muss jetzt hier abbiegen, glaube ich. Naja. Dem auch sei. Wir haben alles gepackt. Guck mal nach hinten rein. Ne? Alles dabei, was man braucht. Schön. Zwei Decken, eine dicke, eine dünne. Alles, was wir haben wollen. Ne? Und jetzt, ne, wollen wir losfahren. Also ich würde sagen, ihr kriegt jetzt Musik auf die Ohren und kriegt mal so ein, zwei rollende Aufnahmen, wie wir zum Barndock Gathering fahren. Aber wir fahren jetzt nicht direkt dahin, sondern wir treffen uns noch unterwegs mit Freunden und Bekannten bei Ole in Emden. Da fahren wir jetzt quasi direkt hin. Wir haben jetzt, was haben wir, 11 Uhr? 11.15 Uhr gleich, wenn wir losfahren. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wann wir da heute ankommen. Wir machen uns gar keinen Stress. Keine Ahnung, ob wir über Land fahren oder Fähre. Aber ihr werdet es gleich mitkriegen. Ne? Und zur Not, ich erzähle euch das später. So bin ich ja gar nicht. Ne? Also, auf geht's nach Enschede. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ah ne, nicht haut rein. Bis gleich. Gestern Abend noch bei Ole und seiner Familie mega herzlich empfangen worden, lecker gegrillt, netten Abend gehabt. Schön hier mal die erste Nacht im Bus verbracht mit Gardinen und sowas. Und ich habe echt so gut lange nicht mehr geschlafen, muss ich echt sagen. Oh, guck mal, hier große Kolonne, alle dabei, wie man sieht, ne? Dirk, dann fahr mal rein hier, mein Junge. So, ne? Macht er, ne? Ja,
er auch noch. Alles klar. Er dann auch noch. Naja, und jetzt fahren wir direkt zum Barnard Gathering. Ich würde sagen, wir nehmen euch gleich mit rein in die Anmeldung, wie es da alles abläuft, wie viel da los ist. Das waren jetzt, wie viele Kilometer waren das? 500 circa oder so? Und ja, der Bus läuft einwandfrei, keine Probleme gemacht. Toll, 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 dass das so bleibt, ne? Also Leute, ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock auf das Video und was uns da alles erwartet. Haufen geile Autos, so viel ist sicher. Alles klar, bis gleich. Ja, so Leute, wir sind jetzt nahezu da. Guck mal, da vorne sieht man schon die ersten Kamener rollen, ne? Mal gucken, wir müssen hier links, sagt Ole, ob das so die Wahrheit ist. Hier Kamener, Alter. Mega geil, ne? Hier, schöner früher T1-Bus mit Faltdach. Aber ihr merkt, jetzt geht's langsam los. Wo jetzt hier die Einfahrt genau ist und sowas, weiß ich auch nicht. Wir konnten gerade schon richtig auf den Platz gucken. Aber so schnell waren wir nicht mit Kamera zücken. Jetzt wollen wir mal gucken, hier geht's rein scheinbar. Sieht das richtig aus? Glaub nicht. Zu wenig los hier, ne? Naja, Leute, wir suchen mal den Eingang. Guck mal auf ohne. Ist falsch hier, oder was? Standort den Paul geschickt hatte. Ja, hier ist er nicht. Der Eingang war da vorne. Ja, lass mal Eingang suchen. Ja, gut. So, Leute, angekommen in Holland. Ihr müsst verzeihen, ist ein bisschen Windstärke, ne? Hier stehen wir jetzt in der Reihe mit den ganzen Autos. Vorne und dann ist da hinten die Anmeldung. Ja, hier ist schon ordentlich was los. Guck mal, da ist schon der erste Bahn nur direkt vor uns am Start. Und hier, das ist so geil, in Belgien und Niederlanden, so dürfen sie, haben sie hier vorne so Schleppdeichseln. Einmal rangehängt die Karre, ne? Und dann weggezogen. Ich weiß gar nicht. Schönes Auto so, ne? Ein 53er Ovali oder sowas, wahrscheinlich noch mit Sickentüren hier drin und so. Ja, da drüben die Sicke an den Türen und so. Geiles Ding, ne? Schöner Scheunenfund. Ja, Leute, ich sag mal so, das wird nicht das einzige Auto sein, was wir dieses Wochenende sehen, ne? Vorne T1-Busse, ja, über T1-Busse. Ja, und da geht die Reihe weiter. Die beiden hübschen K-Männer von gerade eben. Und ich mit meinem T2B hier was richtig Besonderes, ne? Wir warten mal ab, bis wir in die Anmeldung kommen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, Leute, wir sind angekommen. Ah, guck mal hier, die Busse stehen da. Der Junge hat's gut gemeistert, ne? Hier der nächste, da Sören, Paul, da drüben ist Sascha, alle sind dabei, ne? Also, wir machen jetzt hier mal, ich trinke eine Mische und sowas und jetzt machen wir erstmal eine Platzrunde. Wir gucken uns mal ein bisschen um hier. So, Leute, kleine Platzrunde hier, schön im Typ 3 und jetzt, was ist hier los, ey? Schöne Busse, geiler Bahn, auch ein alter Dänischer. Ist der Bruder von Saschas Bus hier, ne? Ah, geil Ding, geil Ding. Ja, mal gucken, ob wir was sehen hier, ne? Also, ne, kurze Platzrunde mit dem Typ 3 bei Scheipers gemacht, mich ein bisschen umgeguckt. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier großartig weiterlade, aber ihr seht selber, der Platz ist schon gut voll mittlerweile. Gibt es für euch mal einen schönen Carporn. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gesammelt. Die kommen jetzt hier alle rein. Ich werde noch ein paar Aufnahmen mehr machen und dann, ne, sehen wir uns danach wieder. Viel Spaß auch damit. Bis gleich.
glaube, hier ist ordentlich Wind jetzt am Start, aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Eindruck hier gestern gefallen. Wir haben gestern Abend noch gut Party gemacht, hat ordentlich Spaß gebracht, wie gesagt, Wind ohne Ende. Ich denke mal, wir laufen jetzt mal ein bisschen über den Platz, gucken uns mal ein paar Autos an. Oh, geile Tische und sowas, ne? Alles, was wir hier sehen können. Guck mal, hier den Bus zum Beispiel finde ich richtig geil, das ist mal so eine richtige Ratte noch, so. Schön Ölkühler hier vorne, rough raufgebaut, weißt du, dass das nicht klappert, da noch ein Schnuller besser bei und so. Ey, Alter, die Karre ist mega, den finde ich echt cool, den Bus, muss ich so sagen, ne? Ja, ich denke mal, jetzt gucken wir mal weiter, was wir hier noch so sehen. Und ich kommentiere das mal ein bisschen für euch, ne? Ja, guck mal, Leute, hier sind Teile zu verkaufen ohne Ende, ne? Waren nur Tachoträger, alles hier am Start, ne? Also wer was braucht für sein Bahnhofbus oder sonst irgendwas, wird auf dem Teilemarkt, denke ich, genug geben. Und ich denke mal, als erstes gucken wir jetzt auch rüber über den Teilemarkt da. Da drüben ist die Lage. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist jetzt hier echt nicht zu windig für euch, ne? Aber gut Bock, das mir alles anzugucken. Guck mal, Leute, Fuchsfelgen hier, über Fuchsfelgen, der ganze geile Scheiß, guck mal, diese geilen Blechschilder hier und sowas, ne? Also, ich glaube, dieses Treffen hat richtig viel zu bieten. Ich war hier hinten jetzt auch noch nicht, also wir gucken hier wirklich jetzt aktuell zusammen durch die Gegend. Oh, guck mal, mit den Brezeljungs hier, mit den Belgiern hatten wir gestern Abend noch viel Spaß, ey. Hier Motorrennen und all so ein Spaß. Hey Leute, das ist hier auch immerhin nebenbei noch hart windig, so, deswegen muss ich immer mal gucken, wie wo was geht, ne? Aber da hinten seht ihr jetzt schon, steht die Bahnhofbusreihe und da sollen wir jetzt mal hingucken. Guck mal da so, Reprohane. Alles dort. Alle haben sie ihre Stände hier aufgebaut. Vertreiben, versorgen die Leute mit gutem Material, denke ich, ne? Ah Leute, dann gucken wir erstmal bei den Autos vorbei, wa? So Leute, guck mal hier, die ganze Reihe voll mit Bahnhofbussen. Ich bin mal gespannt, wie viele das sind am Ende. Hier, den mag ich auch besonders gerne. Richtig schönes Auto. Aber das Ding ist natürlich auch urgeil, ne? Guck mal hier die Reifen an. Vorne richtig schmal, hinten groß. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen rum hier. Aber ja, durch den Wind, ja, kann ich nicht allzu viel mit euch labern. Ne? Ich denke, wir machen gleich hier einen schönen Carporn für euch. Ne? So ein bisschen Eindrücke einsammeln. Hier drüben ist auch so ein bisschen Käfer. Ne? Ich denke mal, nur Brezel und Ovalis hier aufgereiht. Aber ja, wie gesagt, ich habe hier auch noch nichts gesehen. Wir gucken jetzt mal zusammen. Ne? Auch richtig schick hier. Schöne Zweifachvergaseranlage. Alles richtig sauber. Ne? Was ein schönes Auto. Ne? Und ich glaube, das zieht sich hier so durch. Also ein Auto schöner als das andere hier. Was soll man da noch sagen. Ja gut, Leute. Hier, wenn ihr einen kaufen wollt, da vorne steht ein Bahnhof am Mann. Ist bestimmt nicht zu verschenken, aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, ne? Boah, auch richtig geil. Hier die Schweden-Jungs haben wir noch auf dem Hinweg getroffen. Ja, und das Auto hier habe ich noch nie gesehen, muss ich mal euch direkt zeigen hier. Mit so einer Doppelluke im Dach. Dann-Luke und hier hinten nochmal so ein Lüftungsding drin. Also genau so finde ich mega das Auto, aber so wirklich gesehen habe ich den noch nicht. Echt schön. Ja gut, Leute, ich gebe euch Eindrücke jetzt. Alles klar, bis gleich. So, Leute, guck mal hier. Zusatzoption. Ich glaube M53 oder M053. So eine Heckklappe schon beim Bando. Bando jetzt hier für die Leute, die da sowas nicht wissen. Ne? Bando leichter zu erkennen. Große Motorklappe bis da oben hoch. Und dann gibt es noch irre viele Baujahrsunterschiede. Vielleicht kann ich euch ein paar Sachen mal erzählen. Aber auch den hier finde ich besonders schick. Alten Postbus. Richtig geil. Das ist echt einfach überwältigend. Guck mal, da steht Hermann. Ding. Überwältigend, wie viele Autos hier sind. Und ja, von bis, ne? Also wirklich mega. Hier original quasi. Ein bisschen mit Stolle, wieder tief und laut und schnell und alles dabei. Hier ein paar K-Männer aufgereiht. Auch geil, ne? Richtig flacher Lowlight hier. Ja, leckeres Ding, ne? Schön. Gefällt mir echt gut. Schön drei Lowlights auf einem Bild. Hat man auch nicht jeden Tag, ne? Hier, da holt man mich ja jedes Mal wieder mit ab, ne? Schöner 34er. Und der hat doch auch hier, hatten wir im letzten Video schon, ne? Im Maikäfer-Treffen-Ding. Wieder kleine Instrumente. Echt so ganz früh, ne? Guck mal, hier haben wir doch einen daneben stehen direkt. Und da sind die Instrumente größer. Ahnt man's? Naja, aber Heglin-Felgen auch echt geil, das Ding so, ne? Naja, Leute, ich würde sagen, jetzt gibt's wirklich mal ein paar Eindrücke, einen schönen Porn. Hier South African Sprinters, auch ein richtig schöner schwedischer Bus von Goran. Naja. Leute, kleinen Porn für euch jetzt, würde ich sagen. Alles klar, viel Spaß damit. Let's go.
Leute, ich habe euch jetzt ein paar Eindrücke gegeben hier. Gestern den ganzen Tag, wir hatten immer so viel Wind, weswegen ich kaum noch gelabert habe. Aber was soll ich sagen, ne? Ist einfach überwältigend hier. Guckt euch mal das Auto an zum Beispiel. Es ist doch einfach kompletter Wahnsinn. Schön auf Gasburnern, die sehen sogar original aus, ey. Echt zum Liebhaben. Aber auch jetzt hört ihr wahrscheinlich, der Wind ist da, ne? Jetzt für 5 Minuten müsst ihr nochmal durch, bin ich euch ehrlich, ne? Hier, auch eine Legende dieses Auto. Ricky James, ich liebe das Ding komplett. Guck mal hier. Ja, aber was soll ich sagen? Jetzt geht unsere Fahrt auch los nach Hause. Da kommt schon unsere Reisekolonne. Da hinten. Mit denen sollen wir jetzt nach Hause fahren. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ein paar Aufnahmen, wie wir gemeinsam nach Hause fahren. Na, hier, T2 ist ready. Und dann geht es los. Geht los, wa? Ja. Ja, alles klar. Hier, ihr seht schon, da müssen wir uns jetzt anklicken. Abfahrt. Also Leute, bis gleich. Ciao. Angekommen am Ende von diesem Video, der kleine Roadtrip zum Barnor Gathering. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Alter. Es war eine mega Veranstaltung. Beste Grüße an Nils da, Nils Timmermann von AirMighty, der das mit seinem Team alles realisiert hat. Richtig geil. Der Bus hat super gut durchgehalten hier. Zack. Mega gerannt, keine Probleme. Ja, hier drin sind noch so ein bisschen die Reste zu sehen. Campingstühle, was hier halt noch so liegt, ne? Und ich werde das jetzt hier alles nochmal ausräumen, aufräumen, wie dem auch sei, ne? Wir legen jetzt gleich weiter los. Neues Video beginnt. Da in der Halle, ihr seht schon, neue Projekte starten. Wir wollen am Typ 3 durchdrehen, also falls es euch interessiert, kommt gerne vorbei, ne? Und guckt auch mal die anderen Videos auf dem Kanal, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Immer sehenswert, würde ich sagen. Guck mal hier, Leute. Und da will ich auch noch mal einmal sagen, Klapprad Crewshit ist jetzt im Shop erhältlich. Ich habe auch neue Sticker nachbestellt. Aber nur noch für kurze Zeit T-Shirts und Hoodies zu erwerben. Hier seht ihr sie noch mal. Richtig nice. Also wer noch mal will, wer noch nicht hat, gönnt sich und lasst dem Video einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim nächsten Video und ja, ciao.